Moino und willkommen zu diesem Video. Ich darf euch heute eine Super Mario Maker 2 Preview präsentieren, nachdem ich letzte Woche bei Nintendo Deutschland das Spiel anzocken durfte. Ich konzentriere mich in diesem Video auf zwei Spielmodi, nämlich den Story-Modus und die Curse World. Angefangen mit dem Story-Modus. Nun, worum geht's eigentlich? Peach's Castle wurde zerstört und der Staat hat kein Geld mehr übrig, um ein neues zu bauen. Nun, was macht man da? Klar, man spannt den Superhelden des Landes, den Klempner Mario ein, damit er mal wieder alles für einen erledigt. In 100 von Nintendo erstellten Leveln, die man beim Jobcenter Toad nach und nach zur Auswahl hat, geht es nun darum, möglichst viele Münzen zusammenzutragen, damit Bauleiterin Toadette ein neues prächtiges Schloss für Peach fertigstellen kann. Was mir neben der abwechslungsreichen Styles und Themes mit am besten bei dem Story-Modus gefällt, sind Schwierigkeitsgrade. Jede Mission ist mit einfach, einem Stern, bis zu sehr schwer, 5 Sterne beim Auswahlmenü gekennzeichnet. Und nachdem ich ca. 10 Level mit den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden gespielt habe, kann ich sagen, da sind durchaus einige harte Nüsse dabei. Hinzu kommt, dass bei manchen Leveln noch eine zusätzliche Aufgabe gestellt wird, wie springe in diesem Level kein einziges Mal oder besiege alle Gegner. Das ist zwar mehr oder weniger dem Missionsmodus der 3DS Super Mario Maker Version entnommen, allerdings wirkt das hier aufgrund der höheren Konsolenleistung sehr viel ausgereifter und auch gewagter. Hat man dann eines der Level geschafft, wird einem deutlich gezeigt, wie viele Münzen man gesammelt hat und damit sollte man dann schleunigst zu Bauleiterin Toadette gehen, um ihr das Budget zu präsentieren. Reicht es aus, um etwas zu bauen, wird sie es euch mitteilen. Am Anfang fängt man natürlich mit der Bodenplatte und dem Grundgerüst und so weiter an. Später hat man dann sogar die Möglichkeit, quasi optionale Wege in diesem Story-Modus zu gehen, indem man sich beispielsweise für die östliche oder für die westliche Halle entscheidet. Je nachdem, welche man zuerst bauen möchte, wird man im Jobcenter auf unterschiedliche neue Missionen treffen. Oben links ist übrigens immer eine Fortschrittsanzeige eingeblendet. Und ja, man kann sich in dieser Oberwelt, in der ich mich gerade befinde, auch frei bewegen und mit NPCs sprechen. Das Gebiet vergrößert sich zudem bei jedem Spielfortschritt. Es gibt auch mindestens einen neuen Charakter, nämlich den Radiergummi aus dem Baukasten. Den habe ich jetzt nicht auf Band, allerdings kann ich euch sagen, dass ich sein Design sehr basic, ja fast schon billig finde. Aber naja, darum geht's hier ja nicht, sondern um die Level und die überzeugen. Selbstverständlich sollen diese den Spielern auch gleichzeitig Inspirationen für eigene Level geben. Ich denke, das ist der Grundgedanke hinter dem Story-Modus. Hatte man in Super Mario Maker 1 ja auch schon so ähnlich probiert, da waren Nintendos Level aber wirklich unkreativ, ja fast schon schlecht. Hier ist es wie gesagt anders. Während das erste noch purer Standard war, ihr habt es ja gesehen, gibt es hier bereits im zweiten Level mit diesen On-Off-Blöcken schon die erste kreative Idee. Wie viele Level man mindestens schaffen muss, um am Castle weiterbauen zu können, vorausgesetzt man hat das Geld, wird einem übrigens anhand der Hammer-Symbole angezeigt. Der neue Super Mario 3D World Style wird schon recht früh im Spiel vorgestellt und bringt auf jeden Fall frischen Wind rein, nicht nur wegen der Katze. An den 2,5D Look habe ich mich im Übrigen recht schnell gewöhnt. So, ab jetzt darf ich in dieser Preview nur noch Level aus der Osthalle zeigen. Die westliche habe ich auch gar nicht erst spielen dürfen. Nach und nach werden neue Elemente vorgestellt und der Spieler härter rangenommen, wie hier zum Beispiel in diesem Level mit der Angry Sun im New Super Mario Bros. U Look.
Dann folgt dieses Geisterhaus im Super Mario World Stil. Passend, denn genau wie in Super Mario World ist dieses Geisterhaus so richtig schön rätselhaft. Was ja viele interessiert ist, sind wechselnde Styles möglich? Also innerhalb eines Levels beispielsweise von Super Mario World Grafik auf Super Mario Bros. 3 Grafik wechseln? Nun, ich habe kein Level gespielt, in dem dies möglich war. Auch im Baukasten ging es nicht. Ich gehe also davon aus, dass es nicht möglich sein wird. Im japanischen Trailer, in dem man das gesehen hat, war das wohl wirklich nur eine Möglichkeit, Nintendos die neu angebrochene Ära in Japan zu feiern und den alten Respekt zu zollen. Und nur ein kleines Fazit zum Story-Modus. Es ist viel besser als in Super Mario Maker 1 und übertrifft auch den Missionsmodus der 3DS-Version. Schwierigkeit ist da, Kreativität ist da, Bock auf mehr ist da. Man darf aber niemals vergessen, dass diese Level vom Umfang her nicht mit denen von beispielsweise New Super Mario Bros. U konkurrieren können. Dafür sind es 100 an der Zahl, mit verschiedenen Missionszielen und komplett neuen Ideen. Während im Story-Modus nur Mario spielbar ist, habt ihr im Online-Multiplayer und in der Curse World, wo ihr selbst erstellte Level und aus dem Online-Modus heruntergeladene Level spielen könnt, noch die Wahl zwischen Luigi, Toad und Toadette. Gerade seht ihr übrigens Ausschnitte aus mehreren Leveln, damit man so einen kleinen Überblick davon bekommt, was man alles so mit dem Baukasten anstellen kann. Lokaler Multiplayer ist mit bis zu 4 Mitspielern möglich. Ich muss euch aber ehrlicherweise sagen, dass es mir mit 4 Spielern etwas zu turbulent war. Erst recht, wenn es eine besondere Auflage wie Sammel alle Münzen in diesem Level gab. Da bricht dann schnell Chaos aus. Aber die Meinung hatte ich bisher bei jedem Mario Multiplayer, muss ich sagen. Ich denke, zu zweit ist es noch ganz cool, mit mehr... Naja, man muss schon wirklich sehr gut zusammenarbeiten. Was mir ebenfalls missfällt, ist, dass ihr im Online-Modus aller Voraussicht nach im Multiplayer mit Randoms zusammengewürfelt werdet. Freundesräume oder eine andere Art der Verbindung mit Freunden habe ich leider nicht gesehen. Das muss unbedingt noch rein oder nachgepatcht werden. Ich flehe euch an, Nintendo. Was bringt ein Online-Multiplayer, wenn man ihn nicht mit Freunden genießen kann? Aber vielleicht stellen sie es ja noch vor. In dieser Version war es allerdings definitiv nicht verfügbar. Ansonsten ist das Spiel, wie ihr seht, geil und die neuen Features wie richtungsänderndes Scrolling, Schrägen, Missionsziele, Koji Kondos, neue Soundtracks und vieles, vieles mehr ein wahrer Segen. Gleich gucken wir uns noch ein paar Spezifikationen im Online-Modus an, aber genießt erstmal die coolen Level hier. Gespielte Level können geliked oder gedisliked werden. Was das für eine Auswirkung hat, ist noch unklar. Die Filterfunktionen im Online-Modus wurden verbessert. Leider fehlt noch eine Schlagwortsuchfunktion. Bitte noch hinzufügen. Danke. Aber es ist schon sehr viel besser als im Vorgänger und durchaus mit der Bookmark-Seite vergleichbar. Level, die ihr gespielt habt, könnt ihr kommentieren und anderen Mitspielern Tipps geben oder den Baumeister für seine Arbeit loben. Natürlich könnt ihr auch deren Erfolge einsehen und ihnen folgen.
So, das war's für jetzt. Aber ab dem 28.06. geht's hier auf dem Kanal ordentlich rund mit Super Mario Maker 2. Lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Bis dann und ciao.